Und weiter geht's mit dem Game, das mich ernsthaft ganz schön abfuckt. Aber ich erkläre jetzt mal kurz, wer es jetzt noch nicht verstanden haben sollte. Ich war wahrscheinlich einfach nur zu blöd, um es zu checken. Das Plushtrap Minigame war nämlich so, ich kann ja schon mal währenddessen in die Nacht gehen, dass man Plushtrap auf das X, also wirklich auf die markierte Stelle auf das X, gehen lassen soll. Dann kann man 2 Stunden der folgenden Nacht überspringen. Aber wahrscheinlich die ersten 2. Das bringt dann natürlich einen Vorteil, dadurch, dass die Animatronics ein weniger jagen können. Ups. Und los geht's. Ich glaube, es war ein Fehler, das alles lauter zu machen. Ich dachte, man muss Plushtrap auf seinem Stühlchen halten, auf seinem Schemel. Und ja, das war wohl ein Fehler. Ich mach's wieder leiser. Nein, wir machen es mal krass. Wir gehen auf 64. Ja, denn bei den Kopfhörern ist es ganz schön laut, wenn man solche lauten Geräusche hat. Oh ja, ich werde meine Schwester. Was, jetzt schon? Chica ist jetzt schon in der Küche? Barney ist jetzt schon da. Ihr wollt das, das wollt ihr mir nicht sagen. Oh Gott. Ich riskiere es jetzt mal. Und? Die ist jetzt auch schon da. Vor allem, ich weiß auch nicht, welches das Geräusch ist, dass sie da sind und welches das Geräusch ist, dass sie weg sind und... Schon wieder dieser Hase. Das ist echt schwer. Ich habe immer noch... Die Grillen, genau. Es hieß nämlich, am Anfang, bevor man das Spiel gestartet hat, also bevor jetzt das Menübild kamen, wurde nämlich gesagt, stell's so laut, dass du die Grillen hörst, die Grillen zirpen hörst. Ich höre die Grillen zirpen. Aber ich höre nicht, wann die weg sind. Und Alter, wie schnell werden die denn jetzt aktiv? Heilige Scheiße, ich glaube, ich schaff das Game nicht. Nicht ohne den Ton auszumachen zumindest. Dupdi-dupdi-du. Nee, ich muss es ja möglichst laut haben, damit ich die auch hören kann. Ach du Heiliger, was habe ich mir hier nur eingebrockt? Ich will dieses Game auch schaffen. Das ist mal eine Herausforderung. Also, es ist wirklich eine Herausforderung, weil es wirklich schwer ist. Wisst ihr, das letzte Mal, als ich wirklich vor Schock mehr oder weniger gezittert hatte, war, als mir der liebe NinkoLP einen Link zu Agorio geschickt hat. Einfach fürs Glück. Gut, du bist noch nicht da. Was passiert eigentlich, wenn man... Gut, noch nicht. Was passiert eigentlich, wenn man Foxy hier in dem Closet sieht? Muss man es einfach nur zumachen oder? Man ist ja wieder in seinem Schlafzimmer. Das heißt, danke. Habe ich das gehört? Ich habe Schritte gehört. Nein, doch nicht. Gut. Pure Paranoia. Hör ich was? Ich höre Geräusche.
Das waren Chicas Laute. Alter. Dieses Spiel, Alter. Gott. Es ist schwer. Wie soll ich das schaffen? Ohne Spaß. Ich bin nur in Griechenland. Ich habe nur die griechischen Methoden zur Verfügung. Das heißt, warte mal. Wo ist der griechische Wein? Irgendwas mache ich falsch. Boah. Also wenn ich nach zwei schaffen sollte, brauche ich erstmal eine Runde Isaac. Oder ich brauche es jetzt schon, ich weiß es nicht. Wie lange sind wir schon im Part auf? 5 Minuten. Gut. Ah, scheiße. Boah. Dieses Game ist so fucking gut. Oh, shit. Einfach nur shit. Ich wünschte, ich hätte das Spiel, Minispiel mit Plushtrap gecheckt. Gut, ich weiß also ungefähr. Nein, ich weiß nicht, was da ihr Geräusche sind. Aber das Wasser, diese Art Wasser, die du im Hintergrund hörst. Ah, hier auch schon. Ja. Bitte, Barney, sei weg. Ich habe schon vorsichtshalber meine Augen zugemacht, weil ich wusste, dass er das... Wie soll ich das herausfinden? Ach du Scheiße. Oh. Okay, letzter Versuch. Aller guten Dinge sind 3. Dann brauche ich erstmal eine ganz kurze Pause, um nachzudenken. Wie ich das mit den Geräuschen hinkriege, weil das ist doch echt... Woher soll man das wissen? Das ist echt verdammt knifflig. Wie ich schon sagte, keine Ahnung, irgendwie fühlen sich die Jumpscares persönlicher an. Die fühlen sich... Oh, Chica schon. Barney ist noch nicht da. Habe ich da was gesehen? Na? Ich glaube, ich hatte da nämlich einen gelben Fuß gesehen. Geräusch. Fuck. Ich hab da so ein ganz leises Static gehört. Und ich meine das letzte Mal, als ich auch so Fußschritte gehört habe, einen Fuß gesehen zu haben. So einen gelben Entenfuß. Irgend so ein Schenkel zumindest. Irgendwie sowas meine ich gesehen zu haben. Okay, ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder mit Nacht 2. Ja, unser Zimmer ist einfach nur... Grandios. Okay, ich höre nichts mehr. Was? Ich habe doch nichts mehr gehört.
Ich musste übrigens Nacht 1 nochmal komplett von vorne machen, da ich aus Versehen auf New Game geklickt habe und dann musste gleich von Nacht 1 wieder machen. Ich habe übrigens mal das Plüschfallen-Minispiel gemacht. Und, buh, komm. Ups, aus dem Bildschirm geklickt. Komm hier weg. Ich weiß, dass du da bist. Komm, die Fredlings kommen. Ohne Witz. Wow! Das war Freddy. Okay. Gut zu wissen. Na, ich habe gesehen, dass... ich habe gehört, dass die Fredlings gekommen sind, weil diese kleinen Störgeräusche, dieses... was man im Hintergrund hört, das sind die kleinen Fredlings. Keine Ahnung, ob die wirklich so heißen. Plüschtiere sind sie ja nicht. Und... Buh, Bonnie. Schon? Ah, gut zu wissen. Ich habe hier was gehört. Na? Hör nichts mehr. Der ist ja süß. Schon wieder Chica, Alter. Ich wusste, ich hätte die checken sollen, aber... Verdammt. Ich wusste, ich hätte bei Chica nachschauen sollen. Ach, verdammt, einfach nur. Verdammt, ich sag's du. Und, wo ich vorhin war, das Plishtrap-Minigame, ne? Das war ja mal... Also ich dachte erst, dass man ihn vom X fernhalten soll, aber man muss ihn aufs X kommen lassen, damit man 2 Stunden in der jetzt kommenden Nacht, also Nacht 2, überspringt. Und... Alter, ihr glaubt nicht, wie krass das war. Also, ich bereue es gerade, dass ich das nicht aufgenommen habe, dass ich die erste Nacht nochmal mache, weil ich habe die erste Nacht nicht nochmal gemacht. Also, ich musste nochmal machen, weil ich aus Versehen auf ein neues Spiel geklickt habe. Na komm, runter. Da, rechts. Ist irgendjemand hingelaufen? Da ist Foxy hingefappt. So, ich muss jetzt mal auf Bonnie scheißen. Wieso Chica? Verdammt, ich, Alter, mal ohne Spaß. Chica will's wissen. Chica will's heute Nacht wissen. Die will's echt wissen. Ne, unser Zimmer, was ich erzählen wollte, ist ja so grandios. Erstmal, wir waren ja in 2 Zimmers. Das erste Zimmer ist erstmal, ich habe es zwar nicht gerochen, aber meine Mutter meint, ja, das riecht so hier voll Schimmel und so, wir sind alle so voll schimmelig und so und. Ich habe es nicht gehört, aber scheinbar, also gerochen, aber scheinbar war es so. Foxy muss ich glaube ich nicht so häufig checken. Habe ich so das Gefühl. Und. Ich glaube, ich bin gerade zur falschen Tür gerannt, aber egal. Und jeweils jetzt im zweiten Zimmer kriegen wir täglich Besuch von Ameisen. Und heute waren sogar ein paar kleine Silberfischchen hier. Richtig geil, ne? Also nach 2 willst Chica wissen. Dich habe ich aber jetzt auch gehört.
War dieses laute Stampfen das Geräusch, das sie abhaut? Und? Ist er jetzt abgehauen oder gekommen? Egal. Muss Foxy checken. Ich muss hinter mir checken. Und Jumpscare. Ohne Witz. Also ist das das Geräusch, wenn sie angerannt kommt? Nochmal. Ich schaffe nach zwei heute. Ich versuche irgendwie immer pro Tag jetzt eine Nacht zu schaffen, dass ich irgendwann mal durchkomme. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr das Prinzip. Ungefähr. Und ich muss noch hören, wann wirklich Zeit ist, dass ich weiß, dass sie nicht da sind. Ach komm, Born. Okay, wenn du Freddy total ignorierst, funktioniert das auch nicht. Weil das Blinzeln signalisiert einem, je mehr das blinzelt, umso weniger Zeit hast du. Wenn du wirklich irgendwann dich tot blinzelst, dann kommt das so oder so. Alter, dieses Spiel ist verdammt schwer. Da spiele ich mal einen FNAF und suche mir wahrscheinlich gleich am Anfang den schwersten Teil aus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und bis dahin. Ciao, Leute.